Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir Harald Kucks. Als ich von Vera Greif gefragt worden bin, ob ich an dieser Interviewreihe 101 Germeringer teilnehmen möchte, habe ich mir natürlich erstmal überlegt, bin ich eigentlich Germeringer? Wenn man strenge Maßstäbe anlegt und sagt, Germeringer ist, wer hier aufgewachsen ist, dessen Eltern vielleicht schon hier gelebt haben, dann bin ich in dem Sinne natürlich kein Germeringer. Aber das sind dann die wenigsten, denn vor anderthalb, zwei Generationen war Germering ein kleines Dorf und die, die damals schon hier gelebt haben, davon gibt es wahrscheinlich nur noch sehr wenige. Von denen, die heute in Germering leben, gibt es eigentlich auch zwei Gruppen. Die eine, das sind die, die in Germering streng genommen nur schlafen und in München leben. Aber es gibt doch eine große Anzahl von Neubürgern, wie ich, der ich in der Zwischenzeit auch 40 Jahre in Germering wohne, die Germering als ihr Zuhause, als ihre Heimat angenommen haben. Und ich muss sagen, ich lebe sehr gerne hier. Als ich nach Germering kam, waren meine Kinder 8 und 5 Jahre alt. Und Germering bot alles, was eine junge Familie braucht. Schulen, weiterführende Schulen, Sporteinrichtungen. Wenn ich mich recht erinnere, wurde damals auch das Hallenbad gebaut. Und auch sonst habe ich mich in Germering sehr wohl gefühlt und habe versucht, mich hier auch schnell aktiv in das Gemeindeleben einzubringen. Und wenn ich heute zurückschaue, sind es im Wesentlichen zwei Dinge gewesen, die ich hier in Germering versucht habe mitzubetreiben. Die ersten Jahre, die ersten 20 Jahre, also die Zeit von 1970 bis 1992, war ich aktiv in der Kommunalpolitik. Ich habe diese Arbeit dann aufgegeben, als ich wieder geheiratet habe, denn meine Frau war fremd hier in Germering und es war mir einfach zu viel, in der Woche 2, 3, 4 Mal auf politische Termine zu gehen und meine Frau alleine zu lassen. Meine Frau war Kirchenbeamtin und hat sich auch hier wieder in das Gemeindeleben aktiv eingebracht und ich habe ihr dann, soweit ich das konnte, geholfen. Das heißt, die Zeit, die ich hier in Germering verbracht habe, habe ich eigentlich aktiv in der Politik und hier im Gemeindeleben der Dietrich Bonhoeffer zugebracht. Wie ein roter Faden durch beide Tätigkeiten haben sich die Städtepartnerschaften gezogen. Ich bin der erste Partnerschaftsreferent der Gemeinde gewesen, habe die allerersten Anfänge der Partnerschaft mit Frankreich, mit Domont miterlebt. Habe mich dann aber sehr intensiv in die Partnerschaft mit Balaton-Fürth eingebracht. Das begann mit den ersten Kontakten 1986. Ich war damals mit William Lang, das war der Initiator der Partnerschaft mit Ungarn. Der betrieb hier in Germering ein Reisebüro mit dem damaligen Bürgermeister Rudi Bay, mit Gangolf Giljohann zusammen in Ungarn. Die ersten Gespräche waren außerordentlich positiv, aber es gab dann doch ganz erhebliche politische Probleme, nämlich auf höchster Ebene. Ungarn war zu der Zeit ein sozialistischer Staat und Städtepartnerschaften waren insbesondere mit Städten im Westen waren für Ungarn ein schwieriges politisches Problem. Wir haben damals einen Germeringer Bürger, Herrn Dr. Piller, eingeschaltet. Es stand ein Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Gross, hieß er, glaube ich, an. Und im Umfeld dieses Besuches hat wohl Strauß oder einer seiner Mitarbeiter mit den Ungarn darüber verhandelt, ob sie nicht dieser Partnerschaft mit Germering, also zwischen Germering und der ungarischen Stadt Balaton-Fürth, zustimmen könnten. Und zu unserer Überraschung hat das auch funktioniert. Wir waren damals die vierte Stadt in Deutschland, die überhaupt eine Partnerschaft mit Ungarn eingegangen ist. Das Ganze hat sich außerordentlich positiv entwickelt. Der Vertrag wurde 1987 unterzeichnet und die Partnerschaft 1988 wurde sie unterzeichnet. Und die Partnerschaft wird also im Jahr 2013 ihr 25-jähriges Jubiläum begehen können. Die Verbindung zur Dietrich-Bonhoeffer-Kirche entstand daraus, dass mich der damalige Pfarrer Uli Segenschmidt gefragt hat,
ob es nicht möglich wäre, eine Partnerschaft zwischen der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Balatonfüret und der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde herzustellen. Wir hatten damals gerade Besuch aus Ungarn, eine Lehrerin, und haben sie gefragt, ob sie jemanden wüsste, der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Fürth angehört, was keine Selbstverständlichkeit war, denn die überwiegende Zahl der Bürger in Balatonfüret ist römisch-katholisch und die evangelische Kirche ist gespalten in die reformierte Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche, und die evangelisch-lutherische Kirche ist die kleinste der drei. Und zu unserer großen Überraschung sagte unser damaliger Gast Julia Varga: Ich selbst bin in der evangelisch-lutherischen Kirche und ich kann den Kontakt herstellen. Und das passierte dann im Jahr 1993. Wir sind dann zu viert nach Balatonfüret gefahren, haben mit dem dortigen Pfarrer Ritzinger, der auch heute noch im Amt ist, gesprochen. Die Partnerschaft kam zusammen, zustande, hat sich ebenfalls außerordentlich positiv entwickelt. Und vor wenigen Jahren ist dann die Partnerschaft ökumenisch geworden. Das heißt, auch die Gemeinde Don Bosco hat mit der katholischen Gemeinde in Balatonfüret eine Partnerschaft beschlossen. Und wir haben die letzten zwei Fahrten nach Fürth ökumenisch durchgeführt. Und wir hoffen, dass diese Entwicklung auch so weitergeht. Das Problem aller Partnerschaften ist heute das fehlende Interesse der jungen Leute. Die Vereine überaltern. Der deutsch-französische Verein hat lange Zeit große Schwierigkeiten gehabt, einen ersten Vorsitzenden zu finden. Der deutsch-ungarische Verein hat sich auflösen müssen, weil niemand mehr bereit war, den Karren zu ziehen. Und auch in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche wird sich ein Problem auftun, wenn meine Frau und ich in vielleicht 2, 3 Jahren sagen werden, wir können das aus Altersgründen nicht mehr machen. Und mein großer Wunsch wäre, dass sowohl in den Vereinen als auch hier in der Kirche sich junge Leute finden würden, die bereit wären, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Sie ist es wert. Städte Partnerschaften haben auch heute noch ihren Wert. Gerade in Zeiten, wo es in Europa wieder anfängt zu kriseln, können kleine Partnerschaften Großes bewirken, und daran wäre mir gelegen.